Der Santa hat sie angekündigt. Heute ist der 24.12. Mein Santa, bist du es? Oh, von draußen komme ich rein. Es ist kalt, ist das feine Haar. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich hier begrüßen können. Vielleicht trinken wir erstmal einen Schluck. Vom Juden. Santa ist ein bisschen älter. Ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Ja. Du musst ja auch gleich weiter, ist ja der 24.12. Wir haben hier schon Weihnachtsgeschenke verteilt für die vier hier. Und zwar für den Biervergleich. Genau, da kommt für ein Paket. Bier Mai 2020. Für die Bierkopierer, das sind wohl schon zwei. Vermutlich. Beim Biervergleich auch, Santa. Oh, oh, gut, gut. Für Marcel Stüber Bierfluencer. Ja, genau. Gut, und die kriegen... Die kriegen ein richtig fette, dickes Paket jeweils. Wenn zwei Personen sind, dann kriegen die natürlich der Doppelte, ist ja klar. Das ist sehr schön. Ja. Haben wir uns mal drum gekümmert für dich, Santa, damit du nicht so viel Arbeit hast. Du bist ja auch schon ein bisschen älter. Da wollten wir dir mal ein bisschen unter die Arme greifen. Endlich mal jemand, der für mich arbeitet. Ich habe ja kein Personal mehr. Hey. Deshalb finde ich das gut, dass ihr beide, ja, wie heißt der andere? Der andere? Ja. Der Faule Enrico heißt der. Der Faule Enrico, ja, toll. Das heißt, ist er nicht hier, oder? Naja, klar. Ja, naja. Das ist natürlich, naja, gut. Ich glaube, den habe ich auch gar nicht gewusst dieses Jahr. Also ist egal. Nee, also kann ich mir gut vorstellen. Der war ja nicht so ganz schön frecher. Mein Bier von Mönchshof habe ich auch schon probiert. Dein Weihnachtsbier, klar. Selbst ausgedacht. Und Verkostung. Du hast dir das ausgedacht, oder was? Ja. Yeah. Ach, nebenbei bist du Braumeister bei den Mönchshofen, oder? Auf jeden Fall dicke mit dem Mönch, ja? Dicke bist du, ja. Ja. Und die Mönche auch. Wir kennen uns. Bei dir gibt es auch nur gut gefiltertes Bier, wenn du dir durchziehst, da durch dein Bad. Ja, also. Willst du noch irgendjemanden grüßen, Santa? Ja, den Nikolaus. Der ist ja jetzt schon durch mit seiner Arbeit. Ja. Auch ein fleißiger Typ. Naja, gut, da reden wir nicht drüber. Manchmal muss ich mich sogar als Nikolaus verkleiden, weil der Nikolaus keinen Bock hat. Ja, wenn der K ist, ist er K. Ja. Und du sitzt hier an hier und säufst mal ein, wa? Du hast halt zu tun. Ist dir klar, oder? Du könntest auch ein Mönch sein, Santa. Ich wollte damals Mönch werden, aber dann habe ich gesagt, gut, wenn ich Mönch werde, halt Weihnachtsmann. Hast du lieber für einen Schichtdienst entschieden? Naja, eigentlich einen Tag. Einen Tag, ja. Aber 24 Stunden. Ja, ja. Das ist eine harte Variante. Ja, bloß guck dich doch mal an. Das nimmt dich doch mit. Ein faltiger, fetter Typ, wie du bist. Natürlich. Und grau wie Sau. Ja, muss man halt öfter mal eine Pause machen, ne? Das ist bei dem, ja. Und da musst du noch aufpassen, dass sie dich nicht anhalten. Also, wer soll dich denn anhalten? Ja, ich sag dir, die Aktivisten und so weiter, teilweise haben sie sogar meinen Schlitten festgeklebt. Ja, das habe ich nicht weiter. Ist das eigentlich dein neuer Style, was du da hast? So schwarz, grau, weiß? Deutschland-Fan bist du auch, oder was? Das mag hier so. Ach, das lag hier so, dann eignest du dir direkt mal an. Dieser Nico, dann vielleicht ist ja auch nackt. Das ist einfach hier, ich habe da gar nichts. Der ist einfach, der hat auf jeden Fall rumgebrüllt, ist hier losgerannt. Wie so ein Verrückter, du. Na, ich muss reinkommen, das macht er öfter mal. Heute raus auf meine Arbeitsgruppe und hab das angezogen. Ja, ich hoffe, dass ich bald in der Rente gehen kann. Das kannst du vergessen. Die Regierung hat gesagt, erst ab 67. Ein bisschen, Olaf Scholz, vielleicht kennst du den? Der will es so. Der Mann ohne Arme? Ja, der Mann ohne Gedächtnis. Was macht der Grinch dieses Jahr? Letztens hat er damals viel beantragt. Er ist halt nur ein Grüner, ne? Ja, ist ein grüner Ratter, ja. Seid immer lieb, trinkt immer euer Bier aus. Und wenn da was verschüttet ist, ich krieg das mit, ne? Ja, das ist Schluss mit lustig. Wenn ich schon mal bei euch bin, dann bitte stellt mir ein Bier hin. Vorzugsweise vom Mönchshof. Da würde ich mich freuen, dass wir mein Geschenk zu Weihnachten für die Weihnachten. Ja, wir stellen ja alle einen Mönchshof raus. Ja, bitte kann ich stellen. Wie gesagt, da saufen die so viele, du musst hier auch nochmal los.
Donner und Blitzen und Reinhard. Rudolf. Mit der roten Nase. Der ist ja da, der bringt mich nach Hause. Die anderen, die haben Pause. Und don't drink and drive, Santara. Genau. Zeit wieder nach Hause zu fahren. Rudolf! Du sollst arbeiten fahren, Alter. Mach mal den Schuppen, den Schlitten klar. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ja, frohes Fest. Genau. Und Prost. Jut Schluck, wa? Feiert schön. Wir wünschen euch allen ein fleißigen Weihnachtsmann. Bis demnächst.